Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Zum Beispiel können wir an Ratssitzungen in unserer Kommune teilnehmen und Fragen an den Rat richten. Und darum soll es heute gehen. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch Bürgerbeteiligung interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Ihr kennt ja schon den Willi. Hi Willi. Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW und er hat sich bisher noch nie eine Ratssitzung angesehen. Aber in letzter Zeit hat er sich mit vielen Themen aus der Gemeindepolitik beschäftigt und möchte gern mal wissen, was im Rat so besprochen wird. Außerdem würde er gerne wissen, ob die Gemeinde plant, die Grundsteuer zu erhöhen. Willi hat da nämlich so Gerüchte gehört. Wann ist denn die nächste Ratssitzung in Willis Gemeinde? Um das rauszufinden, muss Willi entweder einen Blick in die amtlichen Bekanntmachungen werfen, das Gemeindeblättchen, oder im Internet nachsehen. Viele Kommunen benutzen gemeinsame Ratsinformationssysteme mit dem Sitzungskalender, den Terminen und den Tagesordnungen des Rates und seiner Ausschüsse. Und Willi kann dann einfach dahin gehen und an der Sitzung teilnehmen? Grundsätzlich klar doch. Es geht um öffentliche Angelegenheiten, die uns alle betreffen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden nur besonders sensible Themen behandelt, also Personalangelegenheiten oder was mit Datenschutz. Darf der Willi eigentlich nur zuhören oder auch aktiv teilnehmen? Selbstverständlich hat Willi, wie wir alle, ein Petitionsrecht. Das bedeutet, dass wir uns mit Anliegen und Beschwerden an unsere gewählten Vertretungen wenden können. Und wir haben Recht auf Information. Das bedeutet, dass wir uns Informationen von öffentlichen Einrichtungen einholen dürfen. Das Recht, in einer Sitzung angehört zu werden, besteht aber nur im Rahmen der sogenannten Einwohnerfragestunden. In § 48 der Gemeindeordnung steht, dass das in der Geschäftsordnung geregelt sein muss. Der Rat einer Kommune gibt sich eine Geschäftsordnung. Das ist eine Satzung, in der der Aufbau und die Abläufe im Rat und in seinen Ausschüssen bestimmt sind. Die Geschäftsordnung eurer Kommune findet ihr auf deren Internetseite oder im Ratsinformationssystem. Da kann Willi also auch nachsehen, ob Einwohnerfragestunden im Rat vorgesehen sind und an welche Regeln das gebunden ist. Da wäre zum Beispiel vorstellbar, dass die Anzahl oder die Art der Fragen beschränkt wird. In Willis Gemeinde ist eine Einwohnerfragestunde bei der nächsten Sitzung vorgesehen. Und die Geschäftsordnung des Rates sagt, dass Einwohner bis zu 3 Fragen an den Rat richten dürfen. Diese Fragen dürfen sich aber nicht auf Angelegenheiten beziehen, die sowieso schon in der Tagesordnung vorgesehen sind. Willi möchte was zur Grundsteuer wissen und die steht nicht auf der Tagesordnung. Willi ist zur Sitzung gefahren. Was jetzt? Willi wartet auf den Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde. Bei allen anderen Tagesordnungspunkten muss das Publikum sich ruhig verhalten, um den Ablauf der Sitzung nicht zu stören. Den Vorsitz in Ratssitzungen hat der Bürgermeister in Willis Gemeinde. Der ruft die Tagesordnungspunkte in der beschlossenen Reihenfolge auf. In der Fragestunde meldet Willi sich per Handzeichen und fragt, beabsichtigt der Rat in nächster Zeit die Erhöhung der Grundsteuer? Willi hat seine Frage gestellt. Im besten Fall bekommt er sofort eine vollständige Antwort. Gerade bei komplexen Themen kann die Reaktion aber auch schon mal auf sich warten lassen. Der Gemeinderat sagt Willi zu, dass er zügig eine schriftliche Antwort bekommen wird. Und Willi muss darauf nicht ewig warten. So eine Einwohnerfrage ist ja nichts anderes als eine IFG-Anfrage während der Ratssitzung. Zum Informationsfreiheitsgesetz haben wir natürlich ein eigenes Video. Dementsprechend muss die Frage unverzüglich beantwortet werden, also so schnell wie sachlich möglich, spätestens nach Ablauf eines Monats, § 5 IFG NRW. Was aber, wenn Willi gar keine Antwort bekommen sollte?
Willi kann schriftlich oder bei der nächsten Einwohnerfragestunde an seine Frage erinnern. Wie bei allen IFG-Anfragen kann er sich auch beschweren oder Widerspruch bzw. Klage einlegen, wenn gar keine Reaktion erfolgt. Schaut euch hierzu auch unsere Videos zu IFG-Anfragen und zu Widersprüchen gegen Verwaltungsentscheidungen an. Die Beschwerden kann man an die Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit richten oder an die Kommunalaufsicht beim Landkreis bzw. in kreisfreien Städten bei der zuständigen Bezirksregierung. Spätestens wenn es um eine Klage gehen sollte, empfehlen wir Willi rechtlichen Beistand. Wir hoffen natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit kommen muss. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Dann lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran.